Jetzt mal hier aber die andere Quest da oben an auch mit. Müsste, glaube ich, die mit den Auerochsen sein. Verlauf der Lichtung, ja. Das ist die mit den Auerochsen. So, Auerochsen-Steaks besorgen. Die Abendviecher, ey. Ich stehe gar nicht so auf Rind, ne? Das kann ein Hühnchen sein. Hühnchenfleisch mag ich lieber. Also, ich weiß auch nicht, irgendwie zur Zeit, die Zeit vergeht einfach mal so gar nicht. Auf der einen Seite ist es gut. Ich bin streamen, meine ich. Und beim Streamen ist es halt echt mega gut. Aber irgendwie vergeht die Zeit halt einfach nicht. Das ist so ein bisschen weird. Jeden Morgen fühle ich mich wie 93 Jahre jung. Wenn ich aus dem Bett kletter und alles knackt und knirscht. Das habe ich aber auch. Komm schon. Jetzt gibt's eine grüne Spinne oder was? Irgendwie in ein Neonfass gefallen oder? Neongrün. Okay, von euch kriege ich zum Beispiel Steaks. Wer hat Bock auf ein Steak? Die waren beim Kraftwerk. Oh je. So lange im AKW gearbeitet. Ach, Rücken. Ich glaube, mein Rücken bringt mir am Ende der Woche auch noch um. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz was essen. Sonst falle ich hier nämlich gleich wirklich vom Fleisch. Hochwertiges Eisen. Was brauche ich? Da ist der Kartoffel. Mehr hochwertiges Eisen. Ach du Kunde, was ist das denn für einer? Trampelhauer. Oh je. Ja, der Steak auf der Wiese, yep. Unser Mittagessen läuft noch. Oh,
Gut, der hier will sterben. Der wehrt sich nicht mal mehr. Okay, Papa, bekommst du. Aaron, dafür musst du nur bis Level 30 spielen. Dann kannst du die Stealth und Notro auch haben. Ich mein's blutig. Man muss reinstechen und das Ding macht nur. Boah. Nee, Steak blutig kann ich gar nicht. Also meins muss dreimal gestorben sein. Das muss so durch sein. Durch, ja, geht's nicht mehr. Sonst esse ich kein Rind. Das ist echt widerlich. Irgendwie. Nee, da ekelt's mich so vor. Ich bleib bei meinem Geflügel. Beim Geflügel kannst du nicht viel falsch machen. In der Regel. Es sei denn, man kann nicht kochen. Dann kann man auch dafür falsch machen. Was benötigt ihr? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Das arme Rind. Was denn? Hört meine Worte. Hört meine Worte. Technisch kann man aber viel mehr Geflügel falsch machen. Ich sag ja, wenn man nicht kochen kann, dann kann man bei fast allem was falsch machen. Aber eigentlich. Ah, es geht, ne? Also ich habe zumindest bisher noch keine Geflügel gegessen, wo ich sage, ne, das war schlecht zubereitet. Bisher. Kann sie nur ändern. Beim Rind schon eher. Oder Schwein. Uah. Schwein esse ich mittlerweile gar nicht mehr gern. Dann lässt man sogar Wasser anbrennen, ja. Meine Mutter kann tatsächlich Wasser anbrennen lassen. Dann krieg ich die hin. Meine Oma hat mir heute 3 frische Flügel gekauft, für die morgens schmoren. Habe ich noch nie gemacht. Nee, habe ich, meine ich, auch noch nicht gegessen. Ja. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Oh, mein Zahnfleisch tut schon wieder weh. Punkt. Das Oma ist daneben beim Telefon. Ja, bei meiner Oma wird es auch weniger Braten sowas geben.
dass mein Großvater jetzt ja auch nicht mehr da ist. Ich bin froh, dass meine Großmutter sich jetzt durchgerungen hat und am Freitag, da bin ich ja wieder bei ihr, da fällt der Stream ja aus. Da macht sie ihre selbstgemachten Frikadellen. Und ich liebe Frikadellen. Mit grünen Bohnen und Kartoffeln. Hat Oma mich erstmal nur gefragt, ist das nicht zu viel? Ich so, Oma, du hast für Opa auch immer gekocht. Hat für 3 Mann oder 4 Mann gereicht. Das kriegen wir also auch zu zweit irgendwie hin. Was nicht gegessen wird, das nehme ich mit. Wird dann eingefroren. Das war dann das Argument. Deswegen, ich krieg jetzt meine Frikadellen. Jetzt muss ich sie nur noch überreden, dass sie in den nächsten Wochen Kassler zubereitet und dann bin ich glücklich. Oder Lachsbraten. Oh, ich liebe Lachsbraten. Lachsbraten ist, oder allgemein Braten ist eines der wenigen Sachen, die ich nicht hinkriege. Irgendwie gelingt mir das einfach nicht. Als ich noch allein gewohnt habe, habe ich es versucht. Nee. Oder Rahmspinat. Rahmspinat kriege ich auch nicht hin. Das will mir einfach nicht gelingen. Oder Kohlrabi in so einer Cremesoße. Das gelingt mir auch nicht. Meine Großmutter macht den, also für mich tatsächlich den besten Kohlrabi. Und ich krieg's nicht hin. Sie hat mir das Rezept schon so oft aufgeschrieben und ich bin zu blöd dafür. Ich krieg's einfach. Es wird einfach nichts. Es wird einfach nichts. Bin ich jetzt mal traurig, wenn es nicht so wird. Wenn man auf irgendwas Lust hat und das nur schmeckt, wenn mehr davon ist, dann werden meine Eltern und ich zum Essen eingeladen. Ja. In der Stimmung ist meine Oma zurzeit auch nicht. Wobei, sie kam zumindest jetzt schon auf den Trichter, dass wir vielleicht mal chinesisch essen gehen. Also, es wird. Es wird. Auf Chinesisch hatte ich auch echt mal wieder Lust. Einmal hatte Oma Lust auf Rouladen. Die Soße schmeckt nicht, wenn man nur 1 oder 2 macht. Sie kauft sie 8 und Mutti und ich kriegen dann noch was mit und Oma hat dann auch noch was. Oma ist froh, wenn sie nicht allein essen muss, ja. Ja. Bei meiner Oma ähnlich. Die versuchen uns auch jeden Abend zum Essen einzuladen. Also abends dann halt zum Essen bereden. Heute hätte sie es auch fast geschafft, aber dann wäre halt das Stream ausgefallen. Dafür dann halt am Freitag. Freitag essen wir dann zusammen mit ihr zu Abend. Der Hund kann Gott sei Dank ja jetzt auch mehrere Stunden allein sein. Tagsüber, dann muss man halt abends nur öfters mit ihr raus, der Kleinen. Wenn wir dann abends 3 Mal noch kurz rausgehen. Weil die ersten Male, wenn wir dann halt zu Hause sind, dann ist die Kleine noch so aufgedreht, dass sie einfach kein Häufchen macht. Und dann passiert das auch schnell, dass sie ins Haus macht. Deswegen hat Fuß zum Beispiel oben auch noch Licht angelassen, weil er, sobald er dann quasi wieder so halbwegs wach wird, dann nochmal mit der Kleinen rausgeht. Damit sie nicht ins Haus reinmacht. Ist halt nur noch, wenn wir wirklich lange weg sind. Wenn wir das dann so machen, dann können wir nämlich auch, können wir den Freitag auch wunderbar da essen. Weil da sind wir dann erstmal beim Geburtstag meiner Schwester. Die wird, warte mal, 5. Ich bin 25 geworden, sie wird 5. Sind genau 20 Jahre auseinander. Da habe ich dann versprochen, dass ich natürlich vorbeikomme. Das will ich jetzt nicht öffnen. Und dann bin ich davor und danach dann noch bei Oma. Mal gucken. Wird ein reiner Familientag. Ja. Deswegen lade ich mich am Wochenende mal zum Mittag ein. Ich kann meine Wünsche äußern. Ja, ich habe zu meiner Oma meinen Kompromiss gesagt. Ich meine so, also, du Oma, ich übernachte dann einfach mal einmal bei dir. Dann kannst du am nächsten, oder dann kannst du mal die Möglichkeit braten oder sowas zu machen. Weil dann haben wir halt 2 Tage Zeit, wo wir es essen können. Weil sie isst es ja meistens am dem Tag, wo es gemacht wird und dann am nächsten Tag noch einmal. Das würde sich dann ja lohnen, wenn ich quasi mal übernachte dort. Da hat sie sogar mal zugestimmt.
Muss den Samstag, wenn Endwoche rauskommt, auch zum Geburtstag. Mein Dad hat echt ein scheiß Timing mit Geburtstag feiern. Ja, gut. An dem Samstag werde ich auch nicht spielen. Ich werde mich dann auch nochmal gedulden müssen. Bonn ist in der Lebensgefährte von meiner Mutti da, sodass wir nur die Woche mal bei ihr sind. Ja, gut. Muss darüber, ne? Doch. Ich bin verwirrt. Wir schaffen aber 35 noch. 35, 34 meine ich. 35 könnte knapp werden. Spätestens 53. Da geht es noch. Ja, ab dem Sonntag. Sonntagabend dann. Sonntagabend muss dann Endwalker dran glauben. Ist mir dann auch egal, ob einige Leute einen Vorsprung haben oder nicht. Was nicht geht, geht halt nicht. Wie gesagt, an dem Sonntag, wahrscheinlich wird an dem Sonntag dann statt einem Gruppenstream einfach nur Endwalker kommen. Gehe ich mal von aus, dass ich das so machen werde. Ja, mit Stream. Bei der Freitag weiß ich halt noch nicht, ob ich da kann. Den Samstag streame ich nicht. Und dann halt Sonntag. Beziehungsweise Freitag installiere ich ja noch. Guck mal, wahrscheinlich ähnlich ins Spiel. War doch Freitag, oder? So. Ja, war ein Freitag. Ist denn der Saboteur? Bin ich zu blöd, das Viech zu finden? Morgens oder abends. Das weiß ich halt auch nicht. Wenn es morgens kommt und ich dann zu Hause wäre, wäre es natürlich geil. Aber du musst es natürlich auch erstmal installieren. Wenn es abends kommt, ja, nee. Wie gesagt, das Wochenende ist mir mittlerweile heilig. Egal, ob Frisches und ich was zusammen machen oder nicht. Aber ich brauche halt auch mal so Tage, wo ich definitiv frei habe. Wo einfach nichts ist. Weil meistens machen wir tatsächlich was zusammen, aber wir haben halt auch mal Tage, wo wir dann jeder einfach nur für uns unsere Serien gucken. Einfach nur gammeln. Das haben wir dann natürlich auch mal. Aber in aller Regel verbringen wir die Zeit zusammen. In der Woche, ja, da sieht man sich. Entweder isst man mal kurz zum Abend. Morgens einmal ganz kurz, da liege ich ja meistens noch im Bett und schlafe. Und dann kommt da halt, ja, 18, 19 Uhr, meistens nach Hause, manchmal sogar noch später. Arbeitet dann meistens noch. Dann isst man kurz zusammen, dann geht er schlafen. Ich bin noch ein bisschen wach oder streame halt. Ja, und dann hat man sich nicht großartig gesehen. Und das ist ja sogar so, selbst wenn ich dann in der Woche mal frei habe. Wochenende ist dann halt so die einzige Zeit, wo man sich halt wirklich mal sieht. Und ja, das brauche ich dann. Da kann ich dann mal nicht streamen. Das sind Donnerstag dann die Server, wo den ganzen Tag down sind. Ja, wahrscheinlich. Definitiv. Wahrscheinlich und definitiv. Gute Kombi. Aber es wäre ja nur logisch, wenn es dann den Freitag kommt. Also der Freitag wird wahrscheinlich wirklich einfach nur zum Installieren raufgehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du wahrscheinlich an dem Freitag auf die Server kommst. Ja. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wenn man Glück hat, vielleicht. Ich möchte gar nicht wissen, wie lang die Warteschlange dann ist. Es haben ja nicht nur ein, zwei vorbestellt, sondern einige Massen. Mego Wannen.
benötigt ihr? So, was ist ein Quest hier? Nee, du hast nur eine für mich. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Waffen tun. Muss die morgen schon anstellen. Ja, wahrscheinlich. Woher so eine Losnummer ziehen? Wie wenn du zum Bürgeramt oder so willst. Ziehen Sie bitte eine Nummer. Bitte warten. Die Verbindung wird hergestellt. Bitte warten. Das könnt ihr mir jetzt so mega gut vorstellen. Warte mal, hier. Hier ist auch noch jemand. Hört meine Worte. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Ja, natürlich würde ich das. Wenn es sein muss. Na gut, komm, ich sammle erstmal da oben. Sonst wird mir das da die ganze Zeit angezeigt. Komm ich da überhaupt hoch? Nee. Ach, Glückwunsch. Warum komme ich denn da schon wieder nicht hoch? Mann, Mo. In meiner Life. Ach komm schon. Gut, gehen wir halt hier lang. Die Musik ist schön. Also Musik hätten sie sich ja ruhig öfters mal reinbringen sollen. Instanz der Herberge muss ich mit Lotro-Punkt freischalten. Echt? Okay, das ist seltsam. Weil ich hab's halt eigentlich durch die Packs bekommen. Nee. Ich dachte, das geht durch die Packs, wenn man das hat. Ihr habt die Woche von Invoker, wenn man es vorbestellt hat, frei. Also dann gleich ganz früh morgens reinzukommen. Ja, ich werde es, wie gesagt, ich werde es dann erst am Sonntag spielen. Weil erstens kann ich, oder habe ich sowieso keinen privaten Char, der so weit ist. Und zum anderen, würde mich dann natürlich auch selbst nicht spoilern lassen. Und WB! Ich dachte gerade, oh geil, hier ist ja noch so ein Ding. Das ist gar nicht das Item, was ich brauche. Das ist das falsche Item. Ja, da ist am Suche. Wie nicht mehr. Jetzt ist diese Quest jetzt schon. Da ist es. Vor allem sind hier zu viele Spinnen. Die Musik ist schön. Jetzt habe ich ja schon wieder dieses ekelhafte. Was nice. Lotro regt mich auf manchmal. In manchen Lebenslagen regt Pilotro auf. Oh, Trolle! Meow.
Miau. Miau, 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 miau. Am 22.11. krank zu machen, nicht hauen. Ach was, wir auch nicht, doch nicht. Ich kann es halt schon verstehen, ne? Für die, die halt dann nicht frei haben, ist das halt mega scheiße. Danke für 5 verschenkte Subs an die Community. Vielen, vielen lieben Dank. Sichtbare Spender. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Seid doch irre. Es ist halt nur Praktikum, aber viel zu tun ist das sowas auch nicht, ja. Ha. Also auf der einen Seite kann ich es halt verstehen, aber auf der anderen Seite, ne? Wobei, wenn ich noch zur Schule gehen würde, hätte ich es halt auch gemacht, ne? Wahrscheinlich. Oder zur Arbeit. Ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, ja. Aber nicht eine ganze Woche. Eine ganze Woche wäre dafür wahrscheinlich nicht draufgegangen. Da hätte ich das wahrscheinlich erst so 2 oder 3 Tage gemacht, bis die Sucht befriedigt ist und dann ist gut. Die Musik hier ist cool. 24.11. und 25.11. habe ich 100% Urlaub. Das ist cool. Also wie gesagt, Endwalker spiele ich dann ja sowieso wieder im Stream. Der weicht dann kurzzeitig. Also da kommt nur noch Lotro einmal die Woche. Und dann die restliche Zeit Endwalker. Und sobald Endwalker dann durch ist, irgendwann kommt dann Lotro wieder an erster Stelle. Weil Lotro ist ja eigentlich nur so ein kleiner Lückenbüßer gewesen. Wobei, jetzt ist es ein Suchtlückenbüßer. Jetzt habe ich mich ja in das Spiel verliebt. Meine zweite große Liebe. Meine erste sitzt über mir. Und wahrscheinlich hört die Person das sogar. Hoffentlich. Immer wenn ich was Romantisches sage, hört Frosch das nicht. Das ist echt fies. Da kann die ganze Woche nur 4 Tage. Bei dem Montag habe ich hier Urlaub. Ja gut! Ja gut! Gut. Warte, sind wir gerade. Wir sind tatsächlich einen Sub vom nächsten Emote entfernt. Nächsten Event Emote. Oh Gott, Leute, ihr bringt mich um. Ihr bringt mich noch ins Grab. Und ja, ich weiß, dass ihr irre seid, Simon. Ich weiß es. Und es freut mich auch. Freut mich sehr, dass ihr die ganze Stunde da noch hier sitzt. Mit mir das Irrenhaus teilt. Yeah. Papa ist online! Ich habe meinen Kerl gefragt, ob er mich heiraten will. Ich bekam ein vielleicht. Das war romantisch. Ich glaube, hätte ich das gesagt, als Frischus mir den Antrag gemacht hat, ich glaube, der hätte mich geschlagen. Der hätte mich echt geschlagen.
Ich habe Gott sei Dank die richtige Antwort gegeben. Wobei ich in dem Moment echt etwas Angst hatte. Nervös war und aufgeregt und oh wenn ich einen. Warte mal. Doch, der 25. war's. Wenn ich an den 25. zurückdenke, bin ich immer noch nervös. Ich habe immer noch weiche Knie. Wo muss ich eigentlich hin? Kann mir das mal jemand verraten? Also, zur Frage, wer online ist. Du. Du, Mappa. Ganz allein du. Ich war auch kurz davor. Oh. Alles gut, alles gut. Ich hatte das, glaube ich, auch so ein bisschen genuschelt in dem Moment. Ach, diese Spinnen! Vorgespielt. Vielleicht ist keine Antwort. Ja, vielleicht ist eine doofe Antwort. Sagen wir es so. Vielleicht ist eine sehr, sehr doofe Antwort. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Fast. Fast sind wir da. Oh, und Stufe 34. Nee, das brauche ich nicht. Bin für den Krieg gebraucht. Nein, das will ich auch nicht. Okay. Penny ist schon im Bett noch etwas weiter. Mach das. Aber schön, dass du jetzt langsam Richtung Bett gehst. So müde, wie du bist. Feiner Halbblut. So. Gerade der völlig falsche Zeitpunkt, um hier Sachen zu verkaufen, aber. Nee. Okay. Wieder ein bisschen aufgeräumt. Ach, da unten. Nein, nein, nein.
Hört meine Worte. Ja, yeah, lauf du mal weg. Wir müssen ihn ja jetzt erstmal in Sicherheit bringen. Muss ich ihn in Sicherheit bringen, obwohl ich in dasselbe Gebiet nochmal muss? Ich was holen muss. Nett. Nee, okay. Du willst dich hier ausruhen. Das war nicht meine Minute, die du dich ausgeruht hast. Oh, hochwertiges Eisen. Entschuldigung, aber jetzt musst du erstmal warten. Weißt du, er wird erstmal platt gemacht. Ich baue hier gemütlich mein Eisen ab. Hi. Hi. Ach, super. Ihr habt ihn in Sicherheit gebracht. Nett. Hallo. Der Wolf ist los. Eine Stunde lang. Okay. Machen wir das doch mal. Leveln wir schneller. Vielleicht kriegen wir die 35 dann ja auch noch voll. Da fehlt nur noch die Stimme von dem Boten aus Stronghold. Oh Mann. Oh Mann. Miau! Die Katze immer. Miau! Warte mal. Vorteile. Tada. Beschaff die zerbrochenen Spiegelscherbe. Wo soll ich hier denn eine zerbrochene Spiegelscherbe sein, bitte? Lass mich raten, da ganz oben drauf. Ja, wahrscheinlich, ne? Sei in der Umgebung wurden Wölfe gesichtet. Nicht gerade wirklich vor mir. Bis in einer Mission bestimmt 4 bis 5 Mal hintereinander kam. Ey. Ja, ich kenne das noch von Ruschus, wenn er das gespielt hat. Wo wir das erste Mal zusammen gewohnt haben. Da haben wir ja auch öfters mal so... LAN-Partys, glaube ich. Ja, doch. Doch, es waren schon LAN-Partys gemacht. Ja, damals mit seinen Kumpels. Ich habe dann damals meistens Konsole gezockt, weil Stronghold hatte ich halt nicht. Ich habe zwar mitgeworfen, aber ich habe dann einfach an der Konsole gesessen. Ich glaube PS3 war das damals. Oder PS2. Ich weiß es nicht. In einem von beiden hatte ich da gezockt.
Und die Jungs hatten dann halt da Stronghold gespielt. Da habe ich das dann auch stundenlang manchmal gehört. Ich glaube, einmal haben wir da bis 3 Uhr morgens gesessen. Ich glaube, ich bin dann sogar auf dem Sofa eingepennt. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich frage mich gerade, wie komme ich da hoch? Wie? Ah, okay. Das erklärt das wie. Und weh, ich bin da falsch. Ich habe hier noch ganz viel. Kann ich, dass ich da nur so viel habe. Juhu, Träubezwinger. Aber nur das leichte leider. Rolle nach unten. Miau. Miau. Hier ist anders das obere, glaube ich, irgendwo. Glaube ich, ins andere Gebiet. Hier ist aber ganz viel hochwertiges Erz. Eisen. Erzeisen. Eisenerz. Boah, nur bald mal eine Schmiede. Schmiede wäre jetzt toll. Der wäre jetzt wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier hoch muss. Schauen einfach mal. Ja, ich muss hier hoch. Bergmenschen.
Werfer. Okay. Ihr habt leider auch keine Truhen dabei. Aber ich komme insgesamt dann trotzdem noch auf 4. Weiß nicht, wo die letzte sein soll. Gut, da. Wo? Ach da, okay. Gefunden. Letzte Ding haben wir gefunden. Waffentruhe. So, jetzt können wir endlich zurückreiten. Ein weiter, weiter Weg. Und wir schaffen es, hoffe ich. Ach, da ganz hinten. Ich hab's gesehen. Ah, okay. Ah, müssen wir laufen. Diese sichere Fliege. Ich habe jetzt nämlich keine Lust zu kämpfen. Auf B anzuvisieren. So. Pfeif. Ich wäre dankbar, wenn wir aus diesem Gebiet jetzt rauskommen würden. Also die Ecke da hinten bei den Trollen ist schön, vor allem mit der Musik. Aber es wäre trotzdem nett, jetzt mal wieder was anderes zu sehen. Mago Vannen. Mhm. Was benötigt ihr? Ne? Ruf. Joch. Bald sind wir auf der nächsten Rufstufe. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Vielleicht Pythagoras. Ja, das ist da hinten irgendwo.